So, wir müssen den kleinen Toadie hier Klamotten bringen. Aber irgendwie hau ich den auf den Kopf drauf. Ja, Toad, wir geben dir Klamotten, kein Ding. Auf in die Stadt! So. Nein, hör auf, ich will nicht kämpfen, ich habe keinen Bock. Geh halt eben da lang. Heldentaschen, Tatenbuch, Teil 1. Aus den Schatten der Dunkelheit erlebte sich ein Held, die zu schützen, die Schutzesbedürfnis, die Kräfte der Gerechtigkeit gebündet und gebohrt in die Herzen der Frevel im Land. Ah, Leute. Ganz nebenbei ist der Held auch noch übrigens beliebt und jedermann will Freund mit ihm sein. Bin's ich? Kommt ein Unhold um die Ecke, tritt aus den Schatten unsere Recke. Okay. Nur oh, ernsthaft? Den Unhold wird es schlecht ergehen. Warum? Das werden wir gleich sehen. Attacke der Unachtlosigkeit. Au! Es tut weh! Aber weißt du, was auch weh tut? Weißt du, was weh tut, mein Freund? Nee. Hab ich. Ernsthaft? Na gut, ich hab nichts anderes. Da muss ich eben das nutzen. Das tut weh, mein Freund. Oha. Doch damit ist ja nicht genug. Alles andere war noch Betrug. Betrug. Betrug! Nintendo! Seit wann benutzt ihr diese Worte? Gong der Gerechtigkeit. Ah! Reiß mir aber, mein Freundchen. Du wolltest es so, dann kriegst du es aber auch. Zack, in die Fresse mit dir, Alter. Bereit. Ich hoffe, dass es das reicht. Gut, dies hat er nicht geblockt. Da konnten wir ihn easy retten. Und sein Buch kriegen wir auch. Ansehen. Heldentatenbuch, hier gucke ich mir nicht an. Ich will nicht kämpfen. Es geht mir jetzt echt auf die Nerven. Außerdem habe ich bald gar kein Leben mehr. Läuft nicht bei mir. Ah, eigentlich will ich es nicht benutzen. Aber ich habe halt nichts anderes. Ja, nochmal den. Ich hoffe, dass es wirklich bald eine Stadt kommt, denn ich. Fuck, das ist echt scheiße. Ja, komm. Eigentlich will ich nicht angreifen, ganz ehrlich. Aber ich muss und. Ja. Los, ich hab bald keine Karten. Tschüss. Ich will jetzt echt nicht mehr kämpfen, weil ich habe keine Karten mehr. Oh, muss ich. Das ist Ziel. Sieh mal, ein kleiner roter Farbstern. Ich wusste doch, dass wir noch einen am Morellensee finden würden. Ja, aber Todd braucht doch seine Klamotten. Also gehen wir zurück und besorgen Todd seine Klamotten.
Ist ernsthaft, er braucht doch wirklich Klamotten. Ach stimmt, da war ja nichts. Ja, Pech gehabt, Tod. Du kriegst halt deine Klamotten nicht. Was ist eigentlich hier? Nichts und... Nichts. Einfach nichts. Und wir müssen wahrscheinlich wieder gegen die Schalker kämpfen. Komm schon, ich will nicht kämpfen. Beeilung, yes. Da ist nichts. Toll. Zeit zum Ausschneiden. Nicht? Echt nicht? Hell. Jetzt vielleicht? Okay. Gut, wir kommen nicht weiter. Warum auch immer. Hilfe. Hier vielleicht? Ah, okay. Ja. Aber Pepper war Stickers, da war das ganz nah. Da muss ich mich erinnern, dass es gar nicht so nah ist, sondern weiter weg. Okay, gut. Das war's. Yay! Level geschafft. Yay! Okay. Gut, dann war's das. Ja, da würde ich auch sagen, dass es das mit dem Part gewesen ist, weil... Ja. Wie viel habe ich da? 31% heute, ist aber wenig. Weil, wie ich sehe, ist halt noch das nächste Level, das würde ich... Abholen, komm. Spiel mal. Spiel mal. Oh Mann. Ein Turm. Mario, hinter der Tor scheint sich jede Menge Farbe zu geben. Ich kann sie förmlich riechen. Ein starker Aroma von Rot, viel stärker als das des kleinen roten Farbsterns, der uns hierher geführt hat. Oha. Irgendwo in den Turm hinter diesem Tor muss ein großer roter Farbstern stecken. Nun? Bist du Mario? Ich bin extra aus Port Besan hierher gekommen, um... Warte mal, warum bin ich eigentlich hier? Ach ja, ich wollte mir die Brücke zum Kramenstorn ansehen. Sie soll ein Wunder des modernen Brückenbaus sein, das jeder anständige Brückenbauer einmal im Leben gesehen haben muss. Aber gerade als ich das Tor öffnen wollte, hat sich ein Tipp von hinten... Mit Strohhalm von hinten? Alter! Von hinten an mich geschleicht, Heiland! Aber dann kommt zum Glück du des Weges und hast mich gerettet. Vielen Dank dafür. Wenn das der einzige Weg von Port Brisan herkommt, bist nur um eine Brücke zu sehen, dann musst du selbst Brückenbauer sein. Ist aber böse. Hast du... Genau ins Schwarze getroffen. Seit ich denken kann, baue ich und repariere ich Brücke. Jede Klaue. Hä? Port Brisan wurde angegriffen und dabei wurde ausgerechnet die Brücke im blauen Viertel zerstört. Dadurch ist der innerstädtliche Flussverkehr quasi komplett lahmgelegt. Was? Das ist der Brücken.
Brückenbau Super-GAU. Die Brücke werde ich mir vornehmen. Die wird so schön wie nie zuvor. Ha, was für ein Vollidiot. Okay. Mario, sieh nur das Tor. Klemmt man Deckel oder sind das tatsächlich torförmige Schlüssellöcher? Das liegt die Annahme nahe, dass man das Tor aufschließen kann, könnte, wenn man nur drei Schlüssel hätte. Nicht? Echt nicht? Da gebe ich dir recht, aber was soll ich tun? Wir müssen den Weg finden, der das Tor öffnet. Kann ich da hochgehen? Ist aber lame. Schade, da geht's nicht hoch. Auch nicht. Ja. Okay. Einen Weg finden. Hä? Kann ich da noch nicht hin, oder? Ich check's nicht. Leute, ich habe keinen Plan, was ich machen muss. Die sagt mir ja auch nur, wir müssen einen Weg finden, ne? Ja, aber wie? Okay. Keine Ahnung, ja, ich möchte zurück zur Weltkarte. Ich habe keinen Plan, was ich da machen muss. Aber der Toad hat ja gesagt, er baut die schönste Brücke, die er kennt. Also gehen wir auch dorthin. Zur schönsten Brücke, die er baut. Also, zurück dahin. Da kann man auch einkaufen gehen. Dann hat der Part ja doch noch einen Sinn. Geht's dir gut? Ahoi Mario, ich bin deine freundliche Port Prisma-Stadtführer. Nein. Wusstest du, dass du ein paar Wiesen ansehen könntest, wenn du... Ja, ich weiß. Und ich kenne mich hier gut aus. Also vielleicht kann ich dir helfen. Ich will nichts wissen. Tschüss. Mario, erinnerst du dich noch an den Brückenexperten, der wir getroffen haben? Ob er die Brücke im Blauviertel mittlerweile repariert hat? Das gucken wir uns an. Sino, ich habe die Brücke repariert. So gut wie neu. Du hast sie natürlich nicht gesehen, als sie neu war. Also musst du mir auch da vertrauen. Aber nur zur Überquerung. Aber nur zu, überquere sie ruhig. Ich liebe es, wenn meine Kunst einen praktischen Nutzen hat. Zerstören. Oh ja, das war ganz sicher eine Brücke. Darüber sind wir losgegangen und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Davon abgesehen kenne ich mich in dieser Stadt nicht so gut aus. Ich meine, ich habe ja noch nicht mal Füße, weißt du? Warte mal, ich rieche Farbe und keine ungewöhnliche Farbe. Ein blauer. Das muss Farbe von einem Farbstern sein. Und zwar ein blauer, wenn ich mich nicht täusche.
Aber sieht so aus, als könnte man nicht so da leicht rankommen. Doch, eigentlich schon, oder? Ah, nee. Wie sollen wir dann nur hochkommen? Ja, da oben. Ist da oben keine Brücke, nee. Quatscht nämlich auch noch voll. Was ist passiert? Bin ich eingeschlafen? Ich erinnere mich nur noch, dass der Tod mit gegenüber eine Zeitungsartikel gelesen hat. Da wird man schon ein Zuhörer müde. Ja. Da bin ich ja erleichtert. Sie haben nicht die Tinte aus meiner Zeitung abgesaugt. Der stirbt und wenn er aufwacht, ist er froh, dass die Zeitung lebt. Liest du auch gerne die Regenbogenpresse? Boah, Prisma Lokalzeitung, es gibt keine bessere Quelle für die aktuellen Nachrichten. Wenn du einfach erfahren möchtest, was auf der Insel vor sich geht, oder wo gerade die interessanten Dinge passieren, frag mich einfach. Mario, möchtest du? Nein, ich möchte nicht. Kann ich dich nicht schlagen? Oh, vielen Dank, Mario. Lass mich dir ein Erfrischungsgetränk anbieten, geht selbstverständlich aufs Haus. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Jetzt wirst du bestimmt. Ach schon. Tut mir leid. Ich muss mir immer wieder an diese furchtbaren Gäste denken, der meine ganze Farbe mit einem Strohhalm abgesaugt hat. Von jetzt an trinkt niemand mehr an Strohhalm. Trinkt noch einfach aus dem Glas, Leute. Ach, wenn wem mache ich da was vor? Ich kann Strohhalme nicht vorbieten. Denn wenn sie einmal verboten sind, wird sie jeder einen haben wollen. Vielleicht sollte ich einfach mal Urlaub machen. Ein Kaffeegeschenk ist kein leichtes. Ich brauche dringend einen Tapetenwechsel. Ja. Und wir, Leute, beenden den Part jetzt. Denn, es wird Zeit, den Part zu beenden. Ja, lasst doch eine Bewertung da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bei Paper Mario Sticker Zahl.